Hier haben wir den Geist Nummer 1 erledigt. Und dann sind wir hier durchgegangen und haben hier gekämpft. Das ist ganz klar. Und dann haben wir hier Geist Nummer 2 erledigt. Auch das ist mir soweit bewusst. Wo kommen wir hier raus? In einem anderen Raum als sonst. Das ist nicht derselbe Raum. Nicht derselbe Raum. Und da komme ich nicht weiter, weil ich keinen Schlüssel habe. Du benötigst einen Schlüssel. Ja, ist mir bewusst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Da komme ich nicht weiter. Bevor ich jetzt also wirklich auf die Lösung jetzt hier reinschaue, möchte ich das nochmal genauer selbst checken. Also, unser aktueller Stand ist eben, dass wir einen Schlüssel brauchen. Einen kleinen Schlüssel, damit wir weiterkommen. Tatsache ist, dass es hier keinen Schlüssel mehr gibt, den ich mir nehmen könnte. Was ich jetzt noch machen kann, ist diesen Raum hier wieder zu korrigieren, damit er wieder gerade ist. Mal sehen, ob mir das was bringt. So, dann müsste jetzt der Raum wieder gerade sein, genau. Jetzt gehen wir mal da rein und dann müsste doch theoretisch. Nee. Genau. Das. Okay. Das ist schon mal viel besser als. Ich glaube, das habe ich auch übersehen. Jetzt. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt. Das habe ich nämlich vorhin übersehen. Und jetzt bin ich auch hier drüben. Ach, Gott sei Dank, Alter. Alles eigentlich geht's weiter. Ich brauche doch keine Lösung. Yes. Das freut mich jetzt. Gehen wir erstmal hier hin. Und es ist so. Mistvieh. Dummes Mistvieh. Und eine Schatztruhe. Ach, Leute. Ach, bin ich froh, dass es wieder weitergeht. Und das auch ganz ohne Lösung. Die ist zwar. Ich muss zugeben.
Verdammt. Ich hab ein bisschen quer gelesen oder hab versucht, es quer zu lesen, wie halt nur ging. Aber, da konnte ich nichts mehr raus. Also, es war so viel Text, um das rauslesen zu können in der kurzen Zeit. Aber durch genaue Beobachten finden wir alles heraus. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ergibt alles und wir haben jetzt auch einen kleinen Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt auch wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ergibt alles Sinn, warum ich da nicht hinkomme. Meine Erinnerungen haben mich getäuscht. So, jetzt, das freut mich jetzt. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt, wo es wieder weitergeht. So. Meisterschütze bin ich. So, jetzt verdrehen wir wieder den Raum erstmal. Au. Und dann geht es auch weiter. Alter. Ich hasse den Waldtempel einfach nur. Am coolsten finde ich, am schlimmsten ist der Wassertempel. Das ist der schlimmste. Einfachsten finde ich, glaube ich, den Feuertempel. Nee. Ja gut, am allereinfachsten ist der Lichttempel. Und das war das, wo man die Medaille, das Amulett des Lichtes auch einfach so bekommen hat. Aber das nur so am Rande. Nee. Jetzt ohne Scheiß. Feuertempel ist, glaube ich, für mich am angenehmsten. Ja, doch. Was haben wir sonst noch? Den komischen Finsternis-Tempel. Und den Sandtempel da. Was für ein... Ah! Das ist lustig. Bam. Und was krieg ich? Ah, jetzt wird das hier verdreht. Drehen, drehen, drehen. Was ist das für eine Kurze wahrscheinlich? Bestimmt giftig. So. Jetzt ist alles verdreht. Und jetzt können wir auch da ganz einfach rüber. Und jetzt kommen wir auch wieder weiter. Das freut mich sehr. Die Frage ist, wohin? Ich gehe erstmal hier hin, da wo ich auch... ich glaube, hier ist unser nächster Geist. Oder? Nope. Okay, das heißt hier nicht hin. Nicht gehen, sondern in dieses Loch springen. Wisst ihr, warum ich finde Waldtempel an sich erstmal gar nicht mal so schlimm. Was ich halt hasse, ist dieses merkwürdige Umherirren. Oh. Schork, pass auf, die Decke fällt herab.
Ja, komm. Platsch. Sag mir nicht, es ist auch Zeit. Du miserables Stück Scheiße. Jo. Einmal hier hin. Einmal die Schatztruhe. Naja. Hat's ja jetzt vollgebracht. Und ab zur Tür. Ich nehme an, hier ist der nächste Geist. Ach, natürlich. Oh nee. Ach, Puzzle habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Das passt hier irgendwie nicht. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Beweg einfach mal deinen Arsch, Link, oder ich dreh dir in deinen Arsch. 10, 9, 8, 7, ach Gott sei Dank. Das war... So, Geist Nummer 3. Alter, bin ich froh, dass es weitergeht, ey. So, wie gesagt, das war Geist Nummer 3. Jetzt fehlt uns dann noch einer und da ist es auch so ein scheiß Puzzle, glaube ich. Die Pfeile nehmen wir mit. Und da ist vielleicht noch ein Herzlein. Was? Oder war das beim dritten, beim letzten auch ein Puzzle? Ich weiß nicht. Ah, nee. Da ist nichts mehr. Oh, wie witzig. Oh. Das ist ja wirklich sehr witzig. Na, wo ist er jetzt? Ach, der war's. Und. Hä? Habe ich ihn jetzt erwischt?
erwischt. Okay, das ist richtig einfach. So. Damit könnten wir jetzt auch zum Boss. Nee, nicht ganz. Bevor Endboss, wir müssen hier noch Rätsel lösen. So. Was haben wir hier? Da. Da müssen wir hin. So, jetzt noch einmal. Und hier haben wir noch einen Schalter. Da haben wir eine Spinne, aber auch eine Schatztruhe und die hole ich mir. Was haben wir hier? Einen Bogen. Ah ja, das werden wir auch brauchen. Ein weiterer goldenen Skulltula, wie viele habe ich denn jetzt eigentlich? 14 glaube ich, oder? Egal. Wir wollen jetzt eigentlich den Boss fighten. So. Der Boss. Nach langer Zeit endlich. Ein Moment. Ich habe noch zwei Lebensversicherungen, das ist okay. Abspeichern und los geht's. Schöne Bilder, schöne Bilder. Sehr schön. Was los? Oh mein Gott. Ich kann aber auch nicht über den Zaun da hüpfen. Nein, ich gehe auf keinen Fall. Was? Ganondorf? Schon der Endgegner vom Spiel? Das kann nicht sein. Ah, natürlich. Es ist nur ein Phantom.